Hallo Leute! Wie versprochen gibt's heute noch einen Pokémon-Part. Hier ist normalerweise der Typ, der mir Glumanda schenkt. Wow, wir finden einen Trank. Cool. Super cool. Hey, ich will nicht gegen dich kämpfen, du! Besiege alle 6 Trainer und du hältst einen wunderbaren Preis. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Moment mal. Solltet ihr nicht eigentlich auf der Nugget-Brücke stehen? Schüler? Flavio? Hast du Flamara? Das wäre cool. Nein, Morabla. Oh. Muss ich das Pokémon wechseln oder habe ich diesmal zur Abwechslung mal eins vorne, was nicht voll überlevelt ist? Nee, das passt sogar. Wir nehmen... Wir Kopfnuss. Muss man trinken da? Mein Gott. Und nochmal, Mirabla Schreck zurück. Yay. Kopfnuss. Oh, sorry, ist wohl nicht so stark. Und Rain erreicht Level 49. Juhu. Und Flavio wurde besiegt. Wow, gut gemacht. Ja, was denkst du denn? Alle 6 Trainer, oh Mann. Ich bin Nummer 2. Jetzt wird es ernst. Aus Spaß wurde Ernst. Und Ernst ist heute 4 Jahre alt. Göre Verena möchte kämpfen und sie schickt Knuddeluff in den Kampf. Oh, süß. Und Knuddeluff tanzt für uns. Yay, es wabbelt sein Bauchspeck. So. Ein Doppelkick und noch ein Doppelkick. Das heißt ja nicht irgendwas Spaß. Doppelkick. Das würde sonst nur einmal Kick heißen. Und wir erhalten 700 Erfahrungspunkte. Und Crunbull. Das ist die Weiterentwicklung von Snubbull. Und das ist hässlich. Voll hässlich. Haha. Und Lila. Er leidet 2 Treffer. Oh nein, Biss. Au, au. Wie kannst du nur... So, die Attacke ist sehr effektiv. Prima, das weiß ich schon. So was Leichtes kann ich mir noch merken. Wie konnte ich nur verlieren, du Monster? Hi. Ich bin Nummer 3, das wird nicht leicht. Ich dachte, jetzt kommt ein Reim. Wie, ich bin Nummer 3 und malm dich gleich zu Brei? Aber nein. Der Konrad. Na, Conny? Tangela ist ein großer Spaghettihaufen. Los, Spaghettihaufen. Wenn ich mal einen Tangela habe, dann nenne ich es Spaghettihaufen. Ja. Aber ich glaube, das geht gar nicht. So viele Buchstaben darf man gar nicht benutzen. Egal. Aquana. Nein, wir möchten nicht wechseln. Wir bashen Aquana in den Untergrund. Hallo Aquana. Du bist so wunderschön. Aber Blitzer ist eindeutig besser wie du. Näum. Natürlich reicht das. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Komm, jetzt lass mich mal zu Bill. Oder da wohnt Bill doch jetzt gar nicht mehr, oder? Oh je, vermöbelt. Bist du doch schon gewohnt von der Schule. Der vierte. Bist du müde? Du bist ein der? Du siehst nicht aus wie ein Er. Du bist, wenn dann, die vierte, oder nicht? Nein, das weiß nur niemand. Oh nein. Zu viel Fantasie. Wir nehmen mal Spukball zur Abwechslung. Oh, darf ich den Kopfhörer wieder rausreißen? So wie das letzte Mal. Oh wei. So, Tauboga. Nein, wir möchten nicht wechseln. Wir haben Donner. Tauboga ist viel schöner als Taubsi. Und auch viel schöner als Tauboss. Ja, Tauboga ist das schönste Vogel-Pokémon. Ich will wieder ein Knuddeluff, das den Bauchspeck für uns wabbelt. Bluebella. Bluebella. Bluebella tanzt auch für uns. Schön. Alle Pokémon tanzen für uns. Dance Party. Yeah, yeah. Bluebella schreckt zurück. Ha, du Noob. Angsthase.
Bluebella wurde besiegt. Und Rain erreicht Level 50. Und Adriane wurde besiegt. Auch ich habe verloren. Ja, Nummer 5. Okay, Nummer 5. Ich zermalme dich. Okay. Wie? Mit einem Stößel? Nidoking. Döke. Was passiert, wenn ich jetzt Schwungball einsetze? Es ist neutral. Aber die Verteidigung sinkt. Nein, Doppelkick. Oh nein, wie kannst du nur? Hallo, ich bin auf Level 50. Schau dich mal an, du Loser. So. 1420. Ansgar, so heißt doch niemand. Oh, zu stark. So, wen haben wir hier noch? 50, 50. Wir sollten vielleicht mal Sandan leveln. Schwarz, wir nehmen Kornel. Meinen lieben Kornel nach vorne. Den hatten wir jetzt schon lange nicht mehr vorne. Der ist immer so lang weg. Ich bin der Letzte. Ich habe genauso ein komisches Problem wie meine Freundin. Ich bin die Letzte. Aber ich sage dir, ich bin eine harte Nuss. Ja, du sagst auch eine harte Nuss und nicht, ich bin ein harte Nuss. Oh Mann. Franzi. So, Paras also. Paras ist ein Käfer-Pokémon. Also setzen wir Surfer ein. Das ist nicht sehr effektiv, aber es reicht trotzdem. Oder? Müsst ihr nochmal reichen. Jawohl, schönes Ding. Paras wurde besiegt. Oh, sie setzt nochmal Paras ein. Ja, wir wechseln mal zu dem Blue. Oh, Blue ist schon auf 52. Egal. Hey, Blue. Flügelschlag. Das reicht auf 100 pro. Passiert jetzt eigentlich was mit meiner Lautstärke? Dö, 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 dö. Paras wurde besiegt. Und was hast du noch an Paras? Parasek. Was für eine Steigerung. Das ist genauso, wenn ich erst Dicta einsetze und dann Sonnenkern. Nein, Quatsch. Aber ich glaube, Parasek ist nicht gerade viel stärker als Paras. Ein Parasit. Der Part wird heute nicht so lang, weil es ist schon spät und ich muss jetzt dann ins Bett. Du bist ein Typ Rocket. Uff. Ich habe mit den sechs Trainern nichts zu tun, aber ich habe hier auf dich gewartet, um dich zu besiegen. Da du nach den vielen Kämpfen müde sein musst. Nein. Du bist gar kein Team Rocket Rüpel. Du bist Tilo. Porygon. Was für ein Typ ist Porygon eigentlich? Normal-Pokémon? Ich weiß gar nicht, aber es kriegt ein Erdbeben. Nerd. Batz. Oh nein. Porygons Angriff steigt. Ja, das macht dich so. Du wirst keinen Angriff starten können, denn ich mach dich platt vorher. 1002. Boom. So, bist du überhaupt nicht müde? Nein, ich bin topfit. Wieso willst du nicht mehr kämpfen? Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Wie versprochen, hier ist der Preis. Danke, kann ich gut gebrauchen, kann ich verkaufen. Danke, danke. Nachdem ich gesehen habe, wie du kämpfst, möchte ich sehen, wie es mir geht. Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus. Ich habe nicht die Option, ja oder nein zu sagen. Das ist unfair. Astrainer Nico schickt Rioan in den Kampf. Ha, das ist gut, weil wir haben Kornel vorne. Rioan, du bist Geschichte. Und zwar sowas von. So. Einmal Surfer, das reicht. Und wir haben Rioan in die Tiefen des Ozeans verbannt. Ich habe heute Nacht geträumt, dass wir in unserer alten Wohnung waren. Also in unserem alten Haus. Wir sind ja umgezogen. Vor 8 Jahren oder so.
Und ich träume voll oft von unserem alten Haus. Und da habe ich geträumt, dass wir in dem Haus waren und auf einmal war das ganze Haus unter Wasser. Also wirklich, wie als hätte man es in einen See geschmissen. Und dann waren da überall böse Piranhas und die haben uns aufessen wollen. Und mehr weiß ich aber nicht mehr von meinem Traum. Ich weiß nur noch, ich war heute früh so verwirrt und müde und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen. Es war ein anstrengender Traum. Triff jetzt! Oh, danke. Mann, das ging schon zweimal daneben, das Cup, das gibt's auch nicht. Aber ich träume oft so einen Schmarrn und dann bin ich in der Früh ganz gerädert. Clou, Texo, ja, ich möchte wechseln. Connell. Oh, meine Augenbraue juckt. Cornel setzt Surfer ein. Und er macht Glutexonas. 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 Cool. Als Trainer Nico wurde besiegt. Das war der beste Kampf meines Lebens. Du hast wohl noch nicht sehr viel gekämpft, was? Der Kampf war großartig. Du und deine Pokémon sind ein perfektes Team. Yo. Ja, bitte, setz den Zerschneider ein, Sandan. Protein, aber Mina kann keine weiteren Items tragen. Wie viel Nugget haben wir eigentlich dabei? 1. Oh. Die lieben sich, aber er rennt ganz schnell weg. Hä? Oh, warum musst du jetzt auftauchen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage! Du hast richtig gehört, Plage! Oh, die Orden, die du hast, sind das Arena-Orden aus Johto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Pokémon-Arena von Azuria City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City. Wo ist dein Freund? Hallo? Mistys Freund. Der ist auf und davon. Der dachte sich bestimmt, Gott sei Dank werde ich befreit. Hallo, Oppi. Kennst du Bill? Er ist mein Enkelsohn. Er ist in Johto. Er kümmert sich um PCs und ich passe auf das Haus auf. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt. Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Nein, ich habe keinen Schlurp. Du hast es nicht? Das ist schade. Sehr, sehr schade. So, das war's also. Jetzt ist Misty wieder in ihrer Arena, da wo sie hingehört. Hallo, Misty. Ach, auf einmal sind da auch Trainer. Ich hoffe, meine elegante Art zu schwimmen zermürbt dich nicht. Nein, keine Sorge. So, ich habe jetzt keinen Bock auf das ganze Gelaber. Ich mache die Arena noch, dann wird es doch ein längerer Part. Ach Mann. Immer wenn ich sage, es wird ein kurzer Part, passiert irgendwas, dass es doch ein langer Part wird. Und wir beißen. Fisch schmeckt doch lecker. Oh, das war aber schlecht. Vielleicht. Ja, aber Erdbeben, das ist ja voll übertrieben. Egal. Patz. Ich mag Erdbeben. Du, 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 du. Conn erreicht Level 51. Möchtest du wechseln? Ja, klar möchte ich. Also, soll denn die Frage? Du, du, du. Donner! Das trifft wunderschön. Mann, war das jetzt schrecklich. Egal, eure Ohren werden es aufheben. Schwimmerin Helene wurde besiegt.
Oh, du hast mich ohne viel Aufhabens erledigt. Ja, zieh dir mal was an, Mädchen. Kluger. Erster, fang mich doch. Ich kann noch nicht schwimmen, aber sag's keinem. Bitte, bitte. Sonst darf ich kein Arena-Trainer mehr sein, bitte. Ich sag's keinem jetzt. Ganz ruhig. Wir schaffen das, okay? Gemeinsam sind wir stark. So, Cornel. Setz Erdbeben ein. Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Erdbeben, Erdbeben. So, Cornel erhält 568 Erfahrungspunkte. Sieper, Sieper, Sieper. Och, nee. Aua. Alle meine Knochen haben gerade geknackt. Nein, Quatsch. Aber ein paar Wirbel. Du, 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 du. Entschuldigung. Simon. Möchtest du wechseln? Nope. Wir machen alles mit Cornel. Cornel ist prima. Cornel schafft das schon. Und... Bam, badam, bam. Das reicht nicht. Wow. Windhose ist eine Drachenattacke? Oder eine Flugattacke? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir setzen mal Biss ein. Das dürfte reichen. Jawohl. So, dann besiegen wir noch den letzten Trainer. Dann gehen wir noch ganz schnell ins Pokémon Center. Und dann stellen wir uns der Misty. Ach komm, ich habe keinen Bock zu laufen. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Ja, lass uns anfangen. Lass uns schneller anfangen. Mach mal hin, Heidi. Entoron. Das ist ein schönes Pokémon. Und ich frage mich heute noch, wie aus Enton, der dummen kleinen Ente, so ein geiles Pokémon werden kann. Entoron hat schon Style. Jo, jo, jo. Und es kann Kreide schreien. Und unsere Verteidigung sinkt stark, aber das juckt uns einen Scheiß. So. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center. Nicht wahr, Heidi? Tschüss, Heidi. So, 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 so. Ich weiß gar nicht mehr, was Pokémon Center ist. Irgendwo oben. Hier, oder? Ja. Hi. Schwester Joy, du bist spät dran. Ja, bin ich wirklich. Ich weiß, ich gehöre schon lange ins Bett. Aus dem Infovideo wurde heute Abend auf Pokémon wohl eher spät in der Nacht, beziehungsweise dann morgen. Oh, ich hätte nur noch links gehen müssen. Naja, zu spät. Hi. Hi. Eine Geldmedizin kann man hier, glaube ich, noch abkürzen. Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Quatsch. Ja, Lapras vielleicht. Aber sonst? Misty hat einen Badeanzug an. Das ist keine gute Kampfkleidung, würde ich mal behaupten. So, welches Level denn? 42. Ach was, das machen wir ja locker. Cornel besiegt euch mit Surfer. Mit Erdbeben meine ich. So, zwei Erdbeben dürfte reichen. Ach, da reicht sogar nur eins. Es war ein Volltreffer. Ha, du Noob. So, dann nehmen wir lieber mal Morlord. Morlord ist so ein blödes Pflanzen-Bodentyp-Pokémon. Die habe ich dick. Weil kein Donner hilft. Ich wollte geradezu dem anderen da wechseln. Was macht Amnesie? Spezialverteidigung steigt stark. Macht nichts. Dann. Oh nein. Was? Du kannst Erdbeben. Was soll das? Nein. Na gut, ich setze auch wieder Erdbeben ein. Wir erdbeben uns um die Wette. Ich hab gewonnen, haha. So, Misty, was hast du noch? Lapras.
schönes Ding. Lapras ist eins der schönsten Pokémon, die es jemals gab. Also ich rede jetzt von Schönheit, nicht von Stärke oder was weiß ich was. Lapras ist einfach schön. Und stark, aber... weiß nicht, Lapras ist einfach super. So, und was hast du noch? Starmie, da lassen wir gleich Rain draußen, denn mit einem Donner ist das Viech erledigt. Hi, Starmie. Rains Attacke ging daneben. Och nee. Und jetzt sind wir auch noch verwirrt. Och nee. Komm, Rain, das schaffst du. Oh, doch nicht so. Okay, solange es nicht so eine Geschichte wird wie mit Cornel damals und Bianca. Oh, wenn ich die Namen schon höre, ey, da könnte ich vor Schaum schreien. Also nicht Cornel, sondern Bianca. Donner. Oh nein, die Attacke geht daneben. Auch nee, es kann nur ewig so weitergehen. Das ist ja schrecklich. So, der Part ist jetzt schon 20 Minuten lang. Ungefähr. Rain, du tötest dich selbst, du blödes Viech, echt. Frag mich, warum ich jetzt Girly nehme. Keine Ahnung, ich mach's einfach. Ich besieg's mit Psychokinese. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Warum nicht? Was für ein Typ hat Starmie noch drin, außer Wasser? Ich dachte, Starmie ist Wasser. Wasser, ohne alles, nur Wasser. Naja, dann machen wir halt noch eine Runde. Jetzt hat die mir echt Rain umgebracht. Hey, ich bin voll sauer auf dich jetzt, Misty. Du bist eine Nervensäge, nicht ich. Ich wollte dich nicht stören. Was kann ich dafür, wenn du an einem öffentlichen Platz mit deinem Typen da rummachst? Dann sucht euch halt irgendein Versteck oder so. Aber nein, ihr macht Vorbildshaus miteinander rum. Da kann ja ich nichts dafür, wenn ich da hinkomme. Also. So, du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellorden. Ja, danke. Gibt es viele starke Trainer wie dich in Johto? Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Tu das, wenn du mal erwachsen wirst und etwas reifer. Weil gleich nur, dass weil man erwachsen ist, heißt es ja nicht, dass man reifer ist. Ich bin auch erwachsen und fühle mich nicht so reif, wie ich manchmal sollte. Ding, ding, ding. So, mit diesen geheilten Pokémon sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Wir können immer noch nicht die Relaxus aufwecken. So, ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!